So, da sind wir auch schon wieder zu Dying Lights Flowing. So, muss man so ein bisschen hier positionieren. So, wir machen weiter, da wo wir aufgehört haben. Ich muss nur gleich nochmal gucken, wie ich das hatte, weil ich meine, als ich alleine gespielt habe, hatte ich die Einstellung für dieses Online-Spiel Spielen anders gemacht, super. Brecken wants the scouts to take their place. That means me. We're supposed to go for the next airdrop, right before sunset. Jade will be showing me the ropes. Yeah, that won't be awkward at all. So. Gut. Jetzt habe ich auch wieder mehr Kabel, weil sich mein Kabel verheddert hatte unten. So, jetzt kann ich mir wieder in Position bringen. Gerade wenn ich jetzt wieder spiele, kommt die Sonne wieder raus. Was natürlich nicht schlecht ist wegen die Sonne, aber für die Sachen. So, es gibt hier ein Easter Egg Event, da habe ich schon mal ein bisschen was gemacht. Okay, Friends Only, passt schon. So, das andere, was ich hier gemacht habe, ich weiß nicht, wenn ich das, ja genau, Zoom out. Ich habe hier alle diese Safe Zones freigeschaltet, außer die, die hier in der Nähe von dem Airdrop ist. Aus dem einfachen Grund, ich hatte Angst, wenn ich da zu nah dran komme, dass da Probleme kommen oder die Story dann einfach schon weitergeht. Man sieht, wie ich habe 11.088 Cash. Im Inventory ist noch ein bisschen was. Ich habe ein paar Level-Ups bekommen. Ich glaube, einen Survivor. Genau, da sind wir jetzt nämlich Rang 5. Da habe ich hier diese Better Crafting Options gemacht. Der Vorteil an diesen Better Crafting Options ist, dass wir nicht nur ein Medikit jetzt bekommen, wenn wir das herstellen. Ich glaube, das sind jetzt sogar drei. Da steht da. Ne, gar nicht, zwei. Quantity Produced 2, nicht 3. Lockpicks, statt 3 haben wir jetzt 5. Und Firecrackers sind mehr, Throwing Stars werden jetzt 8 produziert, Flares sind 2. Molotov sind jetzt 2. Und ich habe jetzt hier so ein Blueprint mir gekauft. Ein Nightclub kann ich sogar noch herstellen. Hier fehlt mir immer noch halt ein Hammer. Gaspipe 33. Ne, da warte ich, bis ich eine blaue gefunden habe. So, erstmal wieder die Steuerung ein bisschen lernen. So. Wie gesagt, was habe ich hier im Inventar? Ich habe den Clawhammer. Ich habe eine blaue Nightclub. Und ich wollte eigentlich darauf hoffen, dass ich was Besseres finde. Aber leider habe ich nicht geschafft, irgendwie so eine blaue Club zu finden. Ich habe aber auch einen Baseballschläger. Habe ich dir noch nicht schon gezeigt? Weil er war nämlich irgendwo im Angebot. Genau. Classic Baseball Bat. Und den wollte ich irgendwo ausrüsten. Genau. Handling besser. Handling hat das Knife besser so. Weil den wollte ich sozusagen als noch super High-End-Waffe haben. Dann habe ich noch den Constable, weil ich habe einen Police-Baton gefunden. Also sozusagen so einen Polizeischlagstock. Irgendwo so einen Zombie habe ich da gefunden gehabt. Ein paar Frost Eggs habe ich. Das einzige Problem, was ich echt habe, ist, dass diese Poison Frost Eggs Explosionen sind und damit Zombies anlocken. Naja, also, da muss man echt aufpassen, wie man die benutzt. Hopp. Hopp. So, ein bisschen vertraut habe ich mich hier auch mit diesen Steuerungen habe ich mich dann so ein bisschen abgegeben. So. So, damit sind die beiden tot. Ein paar mehr Zahl-Reels habe ich. Etliche Waffen habe ich auch kaputt gehabt und wieder neu aufgebaut. Auch so diese größeren Zombies habe ich festgestellt, dass die einen sehr großen Vorteil haben. Oh, ist hier zu. Den anderen Weg reinfinden. Also, ihr erinnert euch, in dieser einen Mission war ja dieser so ein großer Zombie. Der mit so einem Reba Club da um die Ecke kam. Und ich habe herausgefunden, wenn man den hat, kann man den super ideal benutzen, weil man, wenn man den auseinanderbaut. Ist leer. Bekommt man nämlich Metal Parts. Also dieses Auseinandernehmen der Waffen ist sehr wichtig, wenn sie komplett kaputt sind. Ich weiß nicht, ob sie einem ein bisschen mehr bringen, wenn sie verbessert sind. Ich meine nämlich nicht. So, was haben wir denn hier? Auf der anderen Seite war eine Tür, der kommen wir nicht rein. Gut. Okay, brennende Zombies ist gar nicht beachten. Cash Register ist immer Geld drin. Genau, diese Nebenquest mit dem einem Typen mit seiner Mutter habe ich gemacht.
Und da ist das so gewesen, dass... den erstmal gar nicht in die Nähe lassen. So, nochmal eine Case Register. War zum Aufmachen, jo. Baklava. So, als ich den besucht habe, war natürlich... Also ich hatte gedacht, weil das heißt, ja, seine Mutter ist speziell und will ganze Zeit die, die ist nur tot. Ich dachte erstmal, dass er sozusagen mit der Mutter als Zombie zusammenlebt. Man wird aber trotzdem aufs Neueste manchmal überrascht. Es war nämlich nicht, dass die noch überhaupt lebte, sondern es war nur noch eine Pumpe. Genau, den Typ. Die Typen meine ich hier. So. Also wenn man die killt, die lassen diese Keule fallen. Und diese Keule bietet einem Metal Parts. Ich könnte den jetzt irgendwie versuchen kaputt zu machen. Muss man aber nicht machen. Obwohl, der gibt eigentlich ganz gute Erfahrungspunkte. Immer außerdem du. Ich kann dich da aufspießen und durchsuchen. Dann hochhoppen. In die Richtung muss ich, genau. So. Hopp. Gut. Dann kletter ich mal hier ins Haus. Mach den Kühlschrank auf. Ich hoffe immer... Ah ja, ein Fire Egg habe ich noch. Halva. Also so Sesam-Essen ist das. Ich habe mehr Ausdauer. Ja, Ausdauer heißt einfach für mich, ich habe mehr Lebenspunkte. Ich habe nämlich einen Punkt in diese Lebenspunkte, weil da stand, ich halte mehr aus. Und ich dachte, dieses mehr aushalten ist, dass wir einfach weniger Schaden nehmen. Okay. Gut. So, da haben wir die Zombies, die wir killen müssen. Der eine ist tot. Der ist hier aber noch am Leben. Gut, jetzt nicht mehr. Wir haben noch zwei unten. Und wir müssen noch die eine Trap dann da machen. Look for the airdrop in the cauldron. So, jetzt bin ich aber am Überlegen. Kann ich denn hier runter? Also das ist hier dieser Safe Zone. Das wird bestimmt dann hier sein irgendwo. Genau. Wow. Gut. Beide tot. Naja, haben mich da ein bisschen eingewuschelt gehabt, aber ist ja egal. So. Hier draußen sind die Sicherungen zum wieder reinmachen. Anscheinend haben wir immer welche parat. So, jetzt haben wir das. Hier haben wir einen Player Stash. Apropos Player Stash, kann ich da irgendwas reingeben, wo ich sagen würde... Na komm, warte mal. All. Die werde ich mal alle da reingeben. Enforcer, add to storage. So, das sind nämlich die Sachen zum Verbessern der Waffe. Und die werde ich jetzt mal nicht dabei haben. Medikits Lockpick. Activate Light Trap will ich natürlich nicht. Das ist die hier draußen. So. Jetzt müssen wir hier nach dem Airdrop suchen. Au. Da war mein Bein. Ich würde sagen, der Airdrop ist da, wo der falsche ist. Halt dich doch da fest. So, wo ist er denn? Ist hier oben. Ah, da. Das sind neue Sachen. Das sind Bunny-Infizierte. Die rennen einfach ganz schnell weg. Die geben einem halt immer so ein Osterei. Runter mit dir. Okay, hoch. Kann ich hier auch noch höher? Nein. Okay, kann ich hier um die Ecke? Nee. Au! Also war ich so tief hier unten, dass das nicht mehr ging. Hm.
Da kann ich hier nicht um die Ecke. So, einmal reparieren. Und einmal heilen. So. Oh, ich wollte schon sagen, bitte sei nicht verstärkt. Nein. 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 Dann in die andere Richtung. Ja. Perfekt. Also ich muss sagen, es ist nicht schlimm, dieses Minispiel. Nur ich hasse es, weil fast jedes zweite Ding ist abgeschlossen von den Sachen. Und das ist das, was mich ärgert, dass man es einfach zu oft machen muss. Und das ist noch lange nicht der harte. Ich hatte, glaube ich, mal ein Ding, das war hart. Hey, Bro. Ist noch am Leben. Hope I don't end up like this poor bastard. Battle Journal. So, hier haben wir noch was. Ein Ei noch. Wieso haben wir denn hier sowas zum Aufspießen? So. Ach, das ist der Airdrop. Open. Irgendwas vermutet mich, dass irgendwo was hier kommt. Weil rechts sich der Schatten so groß bewegt. Alles leer. Aber da. Two drops. They landed elsewhere unfortunately, but you're not that far away. Get to those crates before anyone else does. Ja. Das heißt für uns. Wir müssen uns da jetzt schnell beeilen. Boop. Kann ich irgendwo was zum Runterspringen? Nein. So, hier. Bist du verschlossen? Ja, auch wieder. Oh. Besser oder schlechter? Hatte echt Angst, dass hier ein Zombie gekommen ist. Ich hätte das echt vermutet, jemand... Oh, okay, super. Und jetzt? Ist das an einer anderen Stelle? Yes! Okay, Messer und Zigaretten. So. Ich weiß, ich muss mich beeilen, aber es bringt ja nichts, wenn ich dann irgendwie nicht hier weiterkomme. Also das sind dieses Essen hier sind diese Sachen, die man so mal auf die schnell essen kann, um sich heilen kann. Gut. So, ich meine, dass das nämlich hier oben jetzt ist, ne? Ne, das ist dahinter gelandet, okay. Ich hatte nämlich Angst, dass das hier oben gelandet ist. Da müsste ich mir irgendwie wieder einen Weg hier nach oben suchen. Oh, Glück gehabt. Hier nicht runtergefallen bin. Hey, da ist was Blaues. Blau ist immer Überlebender, der Hilfe braucht. So, nein, ist kaputt. So. Und Cash. Ich frage mich, weshalb der überhaupt Hilfe braucht, weil er ist ja da hinter den Gittern eigentlich sicher. Ich habe noch keinen Zombie gesehen, der da die Gitter kaputt gemacht hat, also von daher. Ja gut, vielleicht der Große da. Der könnte das vielleicht machen. Ah, ich sehe schon rot. Immer noch nicht tot. Immer noch nicht tot. So, jetzt aber. Ich brauche unbedingt diesen Perk, dass wenn die auf dem Boden liegen, dass ich da einen Finisher drauf machen kann. Das wird einem so viel ersparen. Ein Powercable. Zumindest bei den einfachen Zombies wird das einiges an Zeit bringen. Nuts. Erwartet mal, wo ist er denn? Ab welchem Level? 9 war das, ne? Skills, genau. Skills und Combat Skills. Instantly kill stunned enemies. Das ist 12. Das andere war aber...
da. Stomp 9. Press L1 while standing above an enemy to execute. Das wäre auch nicht schlecht hier, dieses Massive Damage. Striking the same constant gives you damage boost with itchy temporary fighting goose damage on other special as with kill frenzy. Slam. Das sind mehr so diese two-handed. Takedown, sneak behind, so, okay. Yeah, become the best fighter in the quarantine. You can fight without. Also, das mit dem unendlos fighten wird natürlich sehr interessant, wenn wir auch den Perk machen. Wenn wir die Gegner oft da nacheinander angreifen, dass wir dann mehr Schaden machen. Jade Rice's men got here first. Okay, just don't try to find them. Just what? Find the second one. Whoa! Hey hier, guck mal. Weißt was das heißt? Dass nämlich jetzt andere kommen. Oh! Ich wollte gerade wegspringen, aber eine Nase hat angefangen zu jucken. Ne, da habe ich ein bisschen schlecht pariert. Oder gar nicht pariert eigentlich. Ich bin jetzt wieder an dem einen Ort, ne? Okay, never mind. Das ist jetzt wohl egal. Jetzt muss ich zum anderen Ort. Ah. Das war jetzt irgendwie easy so. Hey, die Leute waren da. Such dir den anderen Ort. Vielleicht hätte ich das von denen klauen können. Ne? Wer hätte daran gedacht? Wo ist er? Weg ist er. Schade. Ach da. Der gibt, glaube ich, 500, wenn man den fängt. Also killt. An Punkten. Also man kann das jetzt hier in diesem Oster-Event ganz gut machen. Und wie gesagt, er hat halt den großen Vorteil, dass er immer ein Ei dabei hat. Wenn er nochmal ein Ei hat. Ich finde es auch richtig geil. Das Spiel ist wie alt? Schlag mich tot. Klar, es gab glaube ich jetzt so eine Definite Edition, die vielleicht das wieder so neu gemacht hat, aber dass hier so diese Events starten. Kann natürlich servertechnisch abhängen, weil die Server halt noch online sind. No use. Genau, man kann nämlich die Sachen, die hier so halb unten sind, aufmachen, habe ich herausgefunden. So, und dann bekommt man... Falsch! Das wollte ich eigentlich nicht machen. Burger? Okay, da sind welche hinter mir. Das sind diese scheiß schnellen Zombies. Autsch. Die haben wir jetzt schön ausgetrickst. Ich muss mich erstmal verbinden. So. Außerdem würde ich sagen, Blueprints. Da wir drei Gauzes haben, ich glaube auch nicht, dass wir Gauzes für irgendwas anderes brauchen, ne? So, nochmal ein paar Lockpicks, damit ich da genug habe. So. Auch wenn wir genug davon finden, ist ja egal. Alkohol und Gauzes sollen reichen hier. So, weil ich möchte eigentlich mit der Story weiterkommen. Das letzte Mal haben wir ja nicht sehr viel da gemacht. Der eine brennt da? Ne, noch nicht. Okay, die Straße entlang und dann auf der rechten Seite. Deine verfolgt uns immer noch hier, ey. Quinn, it's too close to sunset. You need to turn back now. Jade, I'm almost there. I can do this. Oh!
Hey du! Wow! So. Hoppa. Ja, gut. So, um die Ecke greifen. Sollte klappen. Oh nein, bitte nicht verschlossen. Doch, wieder verschlossen. Okay. Und wieder mal. Sieht gut aus. Nein. Nach links? Nein, also weiter. Ja, nach rechts, also weiter nach links. Nein! Warte mal, wenn noch ein bisschen. Ich glaube, das nächste Mal, wenn er zu fest wird, bricht jetzt ab. Ja. Weiß. So. Jetzt sind ja auch gute Sachen drin, das kann man ja nicht meckern, aber dieser Aufwand, den man da vorher betreiben muss. So, wo ist hier der Schirm? Da. Schirm ist hier. Heißt für mich, was jetzt? Der Schirm hier ist. Ach da, unten ist noch ein Schirm. Ah. Hup. Wow. Okay, never mind. So, das letzte Mal reparieren. Gut. Ente-Sensor. Gib her. Wäre das nichts mehr drin. Was ist das denn? Global Relief Effort. GRA. Antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Ryze. Listen closely. It's very possible that Ryze is our man. So if you find an airdrop containing Antizin, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with Ryze. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember. There's a greater good. Komm, eins nimm für dich. Oh shit, ey. Jade, I'm at the airdrop. There's no antis in here. Done? Fuck! All right, get back here and be careful. The nightmares are awake. Don't let them see. Oh shit! They must have heard me. What the fuck sind die Dinger? Never mind. Ja, kann ich anmachen, danke. Oh, da ist ja einer vor mir. Hilfe. Ja. Autsch. Also ich denke, das Licht, was ich anhabe, ist gut zum Sehen. Shit, um sich zu verstecken. Jetzt muss ich zuerst mal finden, wo ich hin muss, da. Ja klar. Wenn ich es könnte, würde ich es gerne versuchen, die zu übersehen, aber mich vor denen zu verstecken. Aber ich glaube, das ist nicht so easy hier.
Ich hab keine Ahnung, wo ich hier runterfall. Oh je, der hat wehgetan. So, und jetzt nur noch hier so strich runter. Auto. So, ich bin fast da. Mach zu! Huf! 326 Agility Points. Night Gameplay. Agility and Power Points are double at night. Escaping a pursuit give you a giant agility boost. No longer you play out. The longer you play outside, the more survival rank points you get. What the? Sechs Agility Points. Also diese Dinger sehen schon weird aus. Okay. Ich werde es nicht ausreizen. Ey. Quartiermeister, hast du was? Nein. So, was können wir denn für... Warte mal. Wie sieht das eigentlich mit dem Ding aus? Keine Reparaturen mehr. Das gibt mir aber auch einen Metal Part, wenn ich das dismounte, das weiß ich wohl. Da habe ich noch ein paar Sachen. Ja, und ich weiß, dass der hier diese Limited Requested oder diese Requested Order hat für 100. Sell all valuables. Hatte ich nämlich auch letztens dem alles mal gegeben. Trade Company. Außerdem gab es so ein Zwischen... Ah, da oben sind noch welche. Die habe ich nämlich alle. Es gab nämlich... Ein Typ, der hat was verkauft, was er selber aber für den dreifachen Preis zurückgekauft hat. Das ist kein Two-Handed-Hammer. Hier ist noch ein Police-Baton. Also je höher unser Rang ist, desto bessere Sachen bekommen wir hier. Literary. Boah, ja. Alter, hat. Ich weiß nicht, was das für ein Item war. Ich glaube, der hat irgendwie so welche Stabilisatoren oder sowas gesucht und hat das selber aber auch verkauft. Und irgendwie das. Was war das denn? Ich glaube, irgendwie für $30 hat er das verkauft und für 160 hat er selber angekauft. Also, das war super. I made it in one piece. Now I know how Brecken must have felt running at night. It is no picnic. Gotta report to him and tell him I don't have any antizin. Lying to everyone stinks, but I know the GRE is working for the greater good. Ja. The greater good. Immer nur das Bessere. Hallo. So. Congrats, you survived the night. Too bad that run didn't work out. Ja. Alfie's looking for you. He's in his workshop downstairs. Okay. Was willst, bist du am Ankaufen? Underwater Algen. Classic Baseball, Military Shovel, Plane Hammer, ist auch noch kein doppelt Composite. Ja. Die Waffen werden schon langsam interessanter. Alfie ist im... Kann gar nicht sein, dass da irgendeiner auf mich sucht, weil sonst wäre... So. Cutscene time. Brecken, come on. I mean, we need Antizin. I know, but buying from Rise? You can't be serious. Oh, for God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. We didn't discuss it. You just decided that I'll go. Are you serious? Well,
This Rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Ja. Auf Wiedersehen. Bye. You sure you're up for this? Has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Rice's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Hm. Ah, kein Level up. Frage, kann ich schlafen, bis es hell wird? Ich habe keine Lust, das in den Dunkeln zu machen. Darf ich das machen? Da, wait until morning. Huf. Huf. Ein Glück, dass das geht. Nicht online. Gut. Gut. Da muss ich mal gleich mal gucken, wo das ist. Weil dann würde ich nämlich das so machen, dass ich nämlich nochmal zu ihm hingehe, mal gucken, was dann passiert und dass ich dann da abbrechen, also die Aufnahme beenden werde. Weil ich denke nicht, dass ich das... Ja. And since I'm supposed to determine whether or not Rice is the one who stole the GRE's secret document, well, this is the perfect opportunity. Ja, und wieder 500 Leute gestorben, nur weil das für die Greta gut ist. Aber die Survivors, die hier drin sind, müssten ja eigentlich gar keine mehr neuen mehr reinkommen, weil im Endeffekt kommt ja keiner mehr hier rein. Wer bist du? You're Alfie? Alfie. Ah. That's me. Electricity, building maintenance. I keep this place running somehow. Glad you're here. I was just about to call you. What's the problem? Well, it's good news, bad news. The good news is that you restore the lights in the Cauldron District. The bad news is that it blew out the grid near the overpass. It's blacker than your pants pocket over there. So, do you need it switched back on? There are two substations. Flick, flick, you switch them on. The order doesn't matter. Then you throw the master in the main station, and it'll light up like a Christmas tree. I think I can do it. Of course you can do it. Any runner could do it. But there's a catch. Shutting off the lights has created a little black patch for the volatiles. Bunches of them are gathering there after sundown. So I've rigged a trap. It's already in place, all set to go. Now, if you can get in there and restore the power after it's dark, we can fry a whole lot of freaks in one shot. After dark? That's gonna be a lot dicier. Sure. That's why no one's volunteered for this job. But I'm thinking maybe you're a bit tougher than the rest of these guys. Just an impression. Let's just say I'm here to help. Really? Good intentions, huh? Hope you've got some guts. Oh, you won't last long. Okay, das war dann das, worum es ging. Reward Blueprint Electrocutioner. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, hat der Quartermaster was Neues für mich? Wir bekommen auch immer so neue Items. Ein Baseballbat gibt es jetzt. Sweet. Ich glaube, einmal pro Tag kann ich mir da was abholen. Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, it's Listen, Crane, we all appreciate what you're doing, and I know you're doing it to redeem yourself, because Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get antizin from Rice, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but he was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Look, Jade, we'll talk when I get back with the antizin, okay? Okay. Just come back in one piece, all right? So,
Er ist bestimmt wieder anrufen bei Gree. Ne, doch nicht. Maps, Maps, Maps. So, da ist das Hauptquartier von dem. Also, ab dahin. Parkour-Skills verbessern. Warte mal, wo ist das andere Ding? Andere Ding ist hier hinten. Ich denke, das werde ich wieder... Genau, Eastern Substation. The Northern Substation. Protect hier irgendetwas. Okay. Ja. Das werde ich aber... Also Nebenquests werde ich in der Regel für mich alleine machen. So. Gut. 750 für Leute killen. Why not, ne? Oh, Inventory Fool, das ist schlecht. Aber. Komm her. Mann, egal, nicht den Clawhammer. Ach, falsch verklickt, so. Dann kann ich den nämlich dismanteln. Nein, jetzt habe ich den gedroppt. Dismantle, ein Metal Part, genau. Den Clawhammer können wir dafür nehmen. Was hat der für eine Waffe? Inventory Full Clawhammer. Ist denn besser? 37, aber der ist mehr Haltbarkeit. 30, 33. Ja, gut, dann wird der hier kaputt gemacht. Haben wir hier den Hammer. Gut. Falls ich mal hier so ein paar Truhen finde, die werden halt gelootet. Falls wir Gorgeous bekommen für die Medikits. Und mein Lieblingsspiel wieder so. Deshalb ist das für mich auch wichtig, dass ich eben... wenn ich die Nebenquests mache, so viel loote, wie es geht, damit ich euch das hier im größten Teil eigentlich ersparen kann. Aber ich... Okay, dann war das die falsche Richtung, dann muss es mehr in die. Ich brauche aber trotzdem manchmal halt die Sachen, die hier so rauskommen. Ob es jetzt neue Waffen sind oder nicht, ne? Okay, hier haben wir auch nochmal einen Hammer. Ist der blau? Ist auch nur grün. Aber da ist ein Clawhammer. Dann machen wir den doch hier weg. Nehmen uns hier einen neuen. Dann haben wir hier noch was. Lockpick, der hier kaputt gegangen ist, haben wir jetzt wieder ersetzt. So. Hier ein Loch? Nein. Gut. Hopp. Aber ich frage mich, ob der Typ, mit dem wir da jetzt zu tun haben werden, den wir da jetzt mal fragen müssen, ob der dort Entizen da ein bisschen uns abgeben kann, ob das überhaupt ein Typ ist, den wir suchen. Da kann ja sein, dass der einfach nur einen Typen umgebracht hat, der die Dokumente hatte. Ja, auch die Variante, ne? So, ein bisschen hier verprügeln die Leute. Oder die Zombies für Erfahrungspunkte. Hopp. Weil wir müssen ja unbedingt Level 9 sein. Ab Level 9... Also ich versuche... Ich hoffe, wir nicht bis zum nächsten Mal aufnehmen, dass ich da Level 9 habe. So. Ach, das war so ein guter von denen. Hab mich schon gewundert gehabt. So, der nächste gestorben. So, kommt näher. Kommt näher. Die nächste Attraktion wartet schon auf euch hier. Der nächste. Nächste Attraktion hier. Immer schön rein da. Du auch. Alle ran, alle ran. Ihr könnt alle gleich viel Spaß haben, Zombies. Nämlich aber Frage ist... Obwohl, die Zombies sind aber die auch, die... Glaube ich auch...
so kaputt gehen wegen zu viel Schaden. Sonst würde ich mich fragen, wenn das diese Zombies sind, die halt nur durch den... Achso, hier. Nur durch so ein Kopfding kaputt gehen. Wie das mit den Aufspießtechniken ist. So. Ist hier irgendwas? Nein. So, ich muss hoch. Au. Oh, ein brennender Zombie, wo auch immer der wieder herkommt. Die scheinen mir auch irgendwie so immer aus dem Nirgendwo zu kommen. Manchmal steht da ein brennender Zombie, obwohl nicht mal irgendwo ein Auto brennt oder was weiß ich nicht was. Und plötzlich sind sie da. So, hopp, hier rüber. Gucken, ob hier drin was ist. Meistens ist hier immer so ein... Ne, gar nicht. Ab und zu ist da immer so ein Stick dahinter, den man benutzen kann für so ein Viscerator oder wie der heißt. So, wir sind schon fast da. Hoppa, hopp, hopp. Hopp, hopp. So. Ich werde mal hier runterspringen. Ja, ich muss für mich wieder Licht anmachen. String. Nein. Nein. Also in die Richtung. Nein. Ja. Okay. Perfekt. Inventory. So. Frag mich, wie sein. Wer ist er nochmal? Sein Hauptquartier aussieht. Okay. Anscheinend ist das ein Gebäudekomplex hier auch. Hey. Don't shoot! What the fuck do you want? I'm here to see Rice. Brecken sent me. Brecken? That asshole on the tower? All right, what does he want? I've come to make a deal. What kind of deal? The kind I make with Rice, not with his flunkies. All right, let him through. This ought to be entertaining. Good. Welcome, friend. Sehr interessant hier. How long have we been friends, Osman? We have been friends for a very long time. That is why I'm so surprised that you would steal from me. Haven't I seen you somewhere before? Now I give you a choice. Very simple. Your right hand or your left. Left. Was that my left or your left? Ist der linke Typ nicht der, der uns am Anfang überfallen hat? I'm here to make a deal. A deal. For fantasy, no doubt. Desperate times. And what do you offer in return? Hm? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take both. Talk to Karim. He's one of ours. Do what he asks of you, and Rise will consider giving your people some antizin. Understood? I don't okay. Seem to have a choice. Perceptive. Kann ich die Hand von dem einen Typen aufheben? Ja, oder ist sie? My left or your left? Ich bin sehr interessiert an dieser Waffe. Rusty Red Knife. Also sowas wie eine Machete wäre cool.
Hold to get inside. Ah, okay. Damit sehen wir mal, wie das hier innen drin aussieht. Und dann haben wir auch schon unser Limit erreicht. Jade's right. He's a psychopath. He's also the GRE's rogue operative. Now I've got to cooperate with this piece of shit. Not only because of my mission, but also because he's got a ton of antizen stockpile. Ja. Das heißt, wir müssen uns sozusagen die Ehre erkaufen, mit ihm überhaupt was zu machen. Ja, das sind hier ausgebildete Killer, würde ich schon fast sagen. Ja, nichts wie die Leute, die wir haben. Cricket Bat. Wow. 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 Short Boning Knife, Hookblade. Ich glaube, das Hookblade wird irgendwann mal eine Machete. Das kann man mir sagen, was man will. Blueprint Conducting Liquid. Effects of Electricity and Electric... Conducting Liquid? Kaufen. Toxic Lichem. Kauft er mir wohl besser ab. Na ja, dann warte ich mal, bis ich vielleicht einen finde, der das haben möchte. Conducting Liquid? Was ist das denn? Was ist das denn jetzt hin? Hä? Ich hab das so gekauft. Da. There is no need to explain that some liquids conduct electricity, right? Put some water into a bottle now. That bottle... Throw the bottle effective in electric ram. Ach so! Ach, das ist der Blueprint. Das ist einfach, dass wir jemanden nass machen. Mehr ist das gar nicht. So, hören wir uns mal an, was der Typ von uns will, und dann beende ich das hier. Rice said you'd be coming by. I'm Karim. Crane. An American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators. Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. And if I do this, I'll get the antis in? That's between you and Rice. I know better than to speak for him. Just don't fail. He doesn't handle disappointment very well. Good. Heißt, wir haben jetzt eigentlich unseren Runner-Job von dem einen zum anderen übergeben. So. So, und dann werde ich nämlich jetzt hier beenden, weil ich sehe schon, bei 48 Minuten sind wir. Und sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir mit Gree sprechen und dann sozusagen die Antennen anmachen und dann mal gucken, was wir noch alles erledigen müssen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sehen wir uns dann.